lol. Ja, oh. War zu langsam. Ich muss raus. Wie viele geile Klamotten kriege ich denn bitte? Oh, Hammer. Bin ich wieder zurück? Nee, das sieht nur nicht nach zurück. Ah, oh. Das sieht so nach Kräuterkunde hier aus. Aber da, hier will ich noch gar nicht hin. Das möchte ich gleich erkunden. Hier möchte ich gar nicht so viel sehen. Ich gehe erstmal zurück. Ich bin nämlich... Oh. Oh, wie geil. Ja, das hier versuche ich mal, glaube ich, nochmal. Das ist irgend so ein Mathe-Scheiß, den ich nicht verstehe. Komme ich mal irgendwann anders drauf zurück. Verwandlungshof. Ja, hier waren wir ja eben schon einmal. Ich habe über die Statue noch nicht... Ah, hier kann ich nichts machen. Wir gehen weiter hier durch. Oh. Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Boah, das ist wie so eine Marmor-Dingsbums. Ich vergesse nie, was diese Hufflepuff 1421 gesagt hat. So ein schöner Stein. Der die Wasserspeier. Oh, wie süß. So ein schöner Stein. Oh, ist das süß. Okay, das bringt mir nichts. Protego. Oh, ich hab einfach Protego gemacht. Oh, sorry, ich habe euch einfach angegriffen. Hä? Wasserspeier ist ja süß. Was ein schöner Stein. Warst du ausgehackt? Dachte ich. Ja. Wie mache ich denn meinen Zauberstab wieder weg? Was kommt denn da für Dampf raus? Der Schulleiter hat kein Mitgefühl. Ich verdiene einen würdigeren Ort. Keinen, an dem es nach Dumm stinkt. Oh, wie witzig. Boah, stellt euch mal vor, man kann ja so sitzen und einfach hier sitzen. Wäre das schön. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja. Revelio. Wow. Verschlossen. Ja, supi. Gehen wir mal wieder runter. Ah! Bin ich dran vorbeigelaufen. Ja, das kann ja nur hier vorne irgendwo gewesen sein. Hier, ne? Das sieht doch nach dem aus. Ah, hier. Da ist die Motte. Komm mit, kleine Motte. Mal an, was wir schon so erreicht haben. Ausrüstung. Ah, ich kann wahrscheinlich jetzt ein paar Sachen ändern. Ich habe nur einen Umhang neu. Oh, nee. Also er ist für Kämpfen und so, glaube ich, gar nicht schlecht, aber der ist hässlich. Den will ich nicht. Naja, das gefällt mir jetzt auch nicht so besonders. Dann würde ich lieber das anhaben.
Ich habe die Duellierhandschuhe. Die finde ich cool. Ja, da habe ich ja nichts Neues. Ja, allgemein nichts Neues sonst. Dann haben wir Inventar. Tierwesen. Auftragsgegenstände. Nachricht an Professor Black von Madame Scribner. Der Brief, den wir eben aufgehebt haben. Sammlungen, Aufträge, Herausforderungen. Handbuchseiten, aber schon 5%. Das ist ja schon mal gar nicht mal so kacke. Dafür gibt es aber gar nicht so viele. Naja. Gut, machen wir erstmal weiter. Meine Hand. Zurück. Oh, da ist eine Truhe. Ach, die kann ich noch nicht öffnen. Zack. Und Tanja! Oh. Da oben geht's rein und unten. Es gibt so viel zu entdecken. Ich weiß halt gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Oh, geil. Wäre das cool, wenn der sich bewegt hätte. Wir gehen nach unten. Von hier komme ich? Oder muss ich doch hoch? Ich check das gerade nicht. Ich weiß gerade nicht so ganz, wo ich hier hin muss. Aber es scheint alles oben zu sein. Also ist so ein kleiner Pfeil nach oben. Ha! Wie cool. Ist ja süß. Oh, was kommt ihr denn auf einmal her? Guten Tag. Professor Weasley ist meine Lieblingslehrerin. Diese Stabtechnik, toll. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich speichere hier einmal gerade. Einstellung. Spiel speichern. Tut schon ein bisschen weh. Aber ich hätte auch gerne. Ich würde mich so gerne aufs Sofa legen und einfach so von da aus zocken. Auftrag anfangen. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, oh, so ein richtiger Weasley. Ist das alles? Vada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und... falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Schön. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Pruitt? Nein? Pruitt? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay. Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Ja, das hatten wir ja schon einmal. Levioso. Das heißt Leviosa. Hm.
Probieren wir etwas Größeres. Oh. Wie sie läuft, das finde ich ein bisschen süß. Die alte Frau. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Das ist aber unfair. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Nun zum Basiszauber. Aha. Gut. Finde ich cool, dass ich das zum Kämpfen benutzen kann. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Ja, Sebastian, hä? Wir fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also. Mein Freund, die kriegst du. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Oh, du kriegst so eine Begrüßung, mein Freund. Kleiner arroganter Bengel. Das ist nicht dein erstes Duell. Sag dir einfach, ich lerne schnell. Na komm her. Sieht das geil aus. Ich töte dich. Es sieht so nicht cool schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Wie stolz ich bin. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Dankeschön. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Das können Sie. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Aufstand, die Alten. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Das war's schon? Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Okay. Na gut, das war die Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Ich will den fliegen lassen. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Okay. Die hat ja was Süßes an, so ein Kleidchen. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Die sieht ja süß aus. Jetzt nicht mehr. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Ich schon. Ich hätte die gern platt gemacht. Oh, da komme ich leider noch nicht rein. Ah, ich kann hier vorne noch mit Sebastian reden. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Ich habe dich richtig fertig gemacht, Fall mein Freund. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Ja, bin ich aber geschickt damit. Vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Ich mach dich so fertig. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Ja, bin ich dabei. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Er ist mein bester Buddy. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Oh. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Im Glockenturm. Dann bis bald. Oh, see you later, Alligator, ne?
Ja, dann gehen wir direkt weiter nach oben. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo. Wir müssen hoch, noch einen höher, weil dann lernen wir direkt den nächsten Zauber, Akio. Weiß ich. Ich renne. Ui. Die fliegen einfach mit den Wesen. Oh, ich will auch fliegen können. Ich will so gerne fliegen können. Oh, eine Katze. Die ist so süß. Kriege ich dann auch ein Haustier noch? Oh, ich hoffe, ich kann mir gleich in Hogsmeade ein Haustier holen. Noch ein höher. Ich darf mir nicht zu viel schon angucken. Ich werde hier noch genug sehen später. Oh, was ist das denn? Ach, ein Klo! Ja, wie geil ist das? Zählt einfach auf der Toilette so ein Kessel. Spiegel hat mit mir geredet. Die Spülung geht gar nicht. Revelio. Hä? Was ist da doch? Oder ist das hinten in der Wand? Lumos. Professor Fix Unterricht. Sieht hier auch so nach Verteidigung gegen die dunklen Künste aus. Ich muss noch einen höher. Revelio. Noch ein höher. Hallo. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Und dann schlossen sich die Werwölfe den Kobolden beim Aufstand. Werwölfe, wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von 1750. Ist das Pieps? War dann Albert Boot, der Zaubereiminister. Das stimmt nicht. Ah, wie lustig! Ich bleib noch ein Quent! Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt! Ich sage die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Boot. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein Kampf! Wie mutig und keck! War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Peeves, wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Boot, er nennt's Fleck. Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Raste komplett aus. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gore. Und Fleck, ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Fleck. Er ist aber weg. Revelio. Hammer. Ach, jetzt haben wir wieder so ein Mathe-Ding. Das ist wahrscheinlich dann zweimal rollen. Immer nach einem Grund, um hinzugehen, auch wenn ich mir keinen neuen Wesen leisten kann. Eins, zwei.
hier kein Plan. Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz gecheckt, was ich hier machen muss. Oh, ich hab's irgendwie hinbekommen. Hui. Whisky, Whisky, das sind Testrale. Himmelblaue Nietenhandschuhe. Und Sammlung. Das kann ich auch noch nicht öffnen. Oh, sorry. Okay, wir gehen zu Zauberkunst, nachdem wir Peeves schon kennengelernt haben. Ich hätte auch gern Liebesbriefe bekommen. Okay, ich nicht. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Also da setze ich mich aber nicht hin, ey. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Gryffindor, hallo. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Oh nein. Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Ich liebe ihn. Dieses Jahr ist Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Sorgfalt. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Das ist so richtige Dad-Jokes, haut heraus, ey. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Achso, muss ich jetzt mit Akio wahrscheinlich rüberbremsen. Akio. Das war gar nicht übel. Ich bin schon Multitalent, ne? Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Ich will Besen fliegen. Mir nach. Besen fliegen möchte ich so gern. Aha, wir haben sogar ein Ladebildschirm. Okay. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Darf ich fliegen? Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Ja, warum immer ich, ey? Was muss ich denn machen? Kurzum, verzaubern Sie die Kugel Akio. Mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Okay. Nun stellen Sie es sich eine Partie Kobe. Ausgezeichnete Kontrolle. Wie die da sitzt, um mir zu gucken, ist ja geil.
Sehr gut. Komm, ich will einen blauen. Ja, perfekt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wer ist eure Meisterin? Wunderbar. Ja. War gut. Sehr gut. Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Okay. Ja, Sir. Gut. Sir. Darf sie anfangen? Das ist der Hagrid's Hütte, da will ich lieber hin. Jo, die macht einfach direkt 50. Genau so wird das gemacht. Genau knapp. So. Konzentration. Komm, ich hoffe, du verkackst es. Kann ich sie runterhauen? Also wenn ich jetzt hier so... Kann ich das schubsen? Nicht gerade Standardunterricht, nicht wahr? Nicht, dass es mich stört. Okay. Okay. Hallöchen, dankeschön für dein Raid, Leon. Wie war das Spiel? Wie hast du es erlebt? WTF, was? Was passiert? Ich glaub nicht, dass ich es dir jetzt leicht machen werde. Akio. Ha! Oh! Das war du bist ja richtig langsam. Los. Was? Hängt die Cam oder was? Ja. Oder was? Wow, du bist so gut. Danke, Hannes. Schön, dass du da bist. Ich mach die gerade richtig nass hier, die Alte. Lass dich einfach nicht von den anderen nervös. Du stellst dich ziemlich gut an. Ja, easy gewonnen. Easy clap. In-game einfach slow. Gut gemacht. Ja, keine Ahnung. Die läuft doch gerade mega langsam. Ich hoffe, das Spiel leckt jetzt nicht. Das wäre jetzt traurig. Ich habe gewonnen übrigens, weil ich einfach krass bin. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Noch eine Runde. Oh, ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Alter, das erfordert ihre ganze Konzentration. Ganze Stream-Kanonien, das diese Runde Stream-Kanonien, entscheidet aber wo nur Scheiße sind. Du als Gamer-Girl steckst sie alle so hart in die Tasche. Ja, voll. Ich werde richtig fertig im Bälle bewegen. War schon ein guter Auftakt für das Game. Ich find's, also, ich glaube, ich werde in meinem Leben nie mehr was anderes spielen. Ich liebe dieses Spiel. Nicht gerade Standardunterricht, nicht wahr? So. Nicht, dass es mich stört. Und go! Ein Stückchen hätte noch. Oh, egal. Das Game ist ja eigentlich nicht so schwer. Das stimmt, das ist eigentlich wirklich nicht so schwer. Boah, ist das eine Loserin. Genau so wird das gemacht. Hey, ich schub's dich jetzt einfach wieder runter. Und oh, ich hab sie nicht runtergeschubst, aber das ist nicht so wirklich schlimm. Wirklich gut. Ich zieh nämlich den da hinten gleich nochmal rüber. Ich weiß halt heute, dass man echt schlecht sein kann. Oh, echt so schlimm, das Spiel. Also ich muss sagen, also ich habe am Anfang nur ein bisschen verkackt. Weil, weil ich die Steuerung einfach überhaupt nicht hinbekommen habe. Und dann habe ich Protego immer zu spät gemacht. Ich finde, man kommt echt schnell in die Rätsel. Glaub nicht, dass ran. Ich es dir jetzt leicht mache. Ja, also ich finde es auch echt gut. Also Gameplay-mäßig mega.
Ich bin eben ein bisschen rumgelaufen, hab mir erstmal alles angeguckt und so. Fuck. Sehr gut. Ah, gleich dann. Okay, dann geht's. Ich wollte sie runterschubsen. Scheiße. Ist ja nicht schlimm. Erste Runde. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Harry hat 10 Minuten dafür gebraucht, überhaupt den richtigen Zauberspruch zu benutzen. Ich finde es aber so cool, dass wirklich alle das Spiel spielen. Also meine ganze Steam-Liste ist einfach Hogwarts Legacy-Suchten. Wir sind fertig. Vergessen Sie Oh, und danke, Sachen. Janja, für deinen Follow. Ich habe das gerade gar nicht mitbekommen. Unentschieden. Offenbar sind wir gleich stark. Wie weit bist du gekommen, Leon? Es dauerte Wochen, bis ich Accio beherrschte. Wochen? Ich habe 2 Sekunden gebraucht für Accio. Es hat Wochen gedauert, bis ich irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Ich bin der Auserwählte. Hogsmeade fertig? Oh, ich freue mich schon. Ich komme jetzt auch nach Hogsmeade. Ziemlich aufgeregt. Ich halte mich wacker. Vielen Dank, aber ich halte mich wacker. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ja, ich bin Slytherin. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Oh. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ach, ist doch cool. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Oha. Also, ja. Größer als Hogwarts. Cool. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Oh, cool. Oh, ich liebe das, dass man auch so solche Sachen ist mal erfährt. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Und ein Stückchen Trinkern. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor Hannes, mir Hannes, wie auf. Läuft's bei dir sonst Diese so? Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Kann man sagen, wo Hogwarts liegt? Also in Schottland? Ja, es ist in Schottland. Ist da dieses Hochland oder so, Highlands-mäßig. Also es ist halt England, Schottland-mäßig. Aber die Gegenden hier haben ja auch schottische Namen. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Ach, unglaublich. Du kannst ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich kann ohne Zauberstab zaubern. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Es ist viel cooler, mit Zauberstab zu stabern. zu zaubern. Mein Gott. Das Gute, habe halt irgendwie nichts gemacht dieses Semester, außer Praktikum und Kolloquium. Aber ich bin endlich wieder richtig glücklich, so wie vor Corona. Das ist sehr schön. So soll es ja auch sein. Was hast du in deinem Praktikum gemacht? Das war irgendwie bei der Zeitung oder so? Was hast du gemacht? Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ja, ein Stück. Ich vermisse Ouagadou. Aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Mhm. Lass ihn besser nicht warten. Ich würde meine Niere verkaufen, nur um nach Hogwarts zu kommen. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großmann. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen funktioniert es. Auf ein Wort. Das ist ja richtig cool. Hat dir gefallen? Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Ich mag ja, den. Eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Was für ein knappes Rennen zwischen Ihnen und Miss O'Neill. Ich hab voll gewonnen. Erfrischend. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Ja, übel geworden, Miss Ona, ja. Miss Ona ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten.
Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Easy, mach ich. Mach alles, was du sagst. Das wäre hier die einzige Schule, wo ich wirklich so Einserschnitt hätte. Und wer saß da im Kolloquium? Ich habe meinen Augen nicht getraut. Der doofe Jan. Nein! Oh, ich hasse den so, ne? Der ist wirklich überall, wo ich auch bin. Im 8. Semester. Das triggert mich so hart. Ich hasse diesen Jungen so. Ey, er ist ja auch einer gewesen, den ich im Studio mit als erstes da kennengelernt habe. Und ich mochte ihn da schon nicht. Aber dass er das mit uns da gemacht hat, wo wir da Gruppenarbeit hatten, boah, hab ich ihn gehasst. Das war so ein blödes Arschloch. Wie kann man so arrogant sein? Dann stellt er sich hin, ich werde seinen Satz niemals vergessen. Da saß er mit so ein paar Mädels da und dann sagt er im Kunstwissenschaften, ich hatte ja mit dem Kunst zusammen, und dann saß er hinten und dann hat er so, ich habe ja auch selbstgemachten Wein, und hat dann so seinen Wein so mit den Mädels geteilt und erzählt dann, ja, also ich bin auch eher so der DIY-Typ, ich habe auch mein Bett komplett selber gebaut. Und ich mir so dachte, Alter, du hast das wahrscheinlich bei Ikea gekauft, du musst das zusammenbauen, blöd, Mann. Hallo? Du bist der Neuzugang, nicht wahr? Erzählst du von mir? Hallo, Janja. Danke nochmal für deinen Follow. Alter, ich hab ihn so gehasst, ne? Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Danke, danke. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ich bin der krasseste Zauberer. Was willst du von mir? War nicht allzu anspruchsvoll. Danke, aber es war wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich auch ziemlich oft. Das ist schon auch ein Slytherin. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Für mich scheinen Professor Ronans Stunden etwas schwieriger zu sein. Pech gehabt. Also ich mache mich schon gut als Slytherin, würde ich sagen. So, wir machen erstmal weiter die Hauptstory. Das ist am Anfang, glaube ich, am sinnigsten. Dass der die Hausarbeit in Kombi auch einfach nochmal gemacht hat, die er extra alleine machen wollte, hat mich auch komplett gekillt. Das ist halt wirklich so. Vor allem ist ja auch, ich habe halt am Anfang von unserer Gruppenarbeit so die Sachen noch erarbeitet und ihm auch geschickt und so. Und dann sagt er einfach, er macht das alleine. Ich habe ihn so gehasst dafür. Den Sieg über Cello bloß nicht zu Kopf steigen. Er wird sicher irgendwann eine Revanche vorbereiten. Ja, es ist mein Freund. Zaubertränke keinen Dolch benutzen. Ist, glaube ich, blind, ne? Nicht wohl dabei. Mit der flachen Seite des Dolches zerdrücken. Höchst unpassend. Also, wir hatten da Gestalten in der Uni, ne? Es ist unglaublich. Praktisch. Ich freue mich darin Ach Gott, das wollte ich gar nicht aufmachen. Ich wollte auf meine Karte gucken. Thank you.